Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Weiter geht's aus iRacing bei dem Mazda MX-5 Cup. Und hier sind wir auf dem Outer Circuit, hieß das, glaube ich. Das war die Strecke, die in dieser Woche dann gültig war. Und wie immer sind wir hier kurz im Practice-Modus zum ersten Mal mit dem Auto gefahren. Das waren jetzt natürlich schon ein paar Runden. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal den Outer Circuit, wie die Strecke so aussieht. Kurve 1, ziemlich knifflig zu nehmen, darf man den Körper an sich nicht viel berühren, sonst kommt man weit nach außen, aber außen kann man ziemlich leicht neben die Strecke kommen. Diese Kurve ist meine persönliche Hasskurve, wenn man da falsch einlenkt, dich reißt sofort nach außen, dich dreht dich, aber wenn man sie dann mal erwischt, dann hat die tatsächlich einen ganz guten Flow und man kann richtig viel Zeit rausholen. Dann hier diese Linkskurve, ein bisschen Schwung mit reinnehmen, kurz vorm Gas, um diese Rotation ins Auto zu bekommen und dann wieder früh aufs Gas. Dann hier in diesem bisschen in diese Steilkurve so ein bisschen, einfach rein mitten in der Kurve wieder Vollgas und den ganzen Schwung mitnehmen. Und dann kommt eine ganz tricky Kurve, denn eine kleine Schikane. Die verleitet, ganz schön spät zu bremsen. Hier sieht man es, ganz spät gebremst, denn man muss eigentlich nur diesen Curb hier rechts treffen, um hier den Schwung wieder mit nach draußen zu nehmen. Und dadurch, dass das Auto gerne mal ausbrechen kann, landet man auch schnell in der Wand, beziehungsweise an diesem Mauerpollerstück da auf der Innenseite. Auch hier knapp vorbei auf der Innenseite. Das war richtig knapp. Aber man muss ans Limit gehen, wenn man eine schnelle Zeit fahren will. Dann hier auf dem Gas leider ein bisschen quer gestanden. Das hat Zeit gekostet. Knapp eine Zehntel am Ende. Also da geht noch ein bisschen was. Aber das hier war noch die letzte Runde von der Practice Session. Danach geht es auf die Qualifying-Runde, die wir uns nochmal angucken. Jetzt erstmal hier die vorletzte Kurve, wenn man so will. Enge Linie, gut genommen, kann früh aufs Gas, kommen hier nicht zu weit raus, alles gut. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Kurve. Also ich habe trotzdem 500stel liegen gelassen, aber jetzt in die letzte Kurve. Die verleitet auch ziemlich spät zu bremsen und dann hier weit nach außen zu kommen. Habe ich wieder eine Zehntel knapp gut gemacht. Und dann fahren wir hier über die Linie mit einer 1:33,8 müsste das sein. Links unten könnt ihr das sehen. Und jetzt nochmal groß, da waren wir also schneller als der André mit einer 34,0. Also theoretisch wären wir jetzt auf 1, aber wir springen jetzt in die Qualifying-Runde der eigentlichen Session und gucken mal, ob wir an die 33,8 anknüpfen können. Denn jetzt kommt es drauf an, in der richtig gewerteten Lobby, nenne ich es mal, da muss natürlich die Runde passen. Links unten seht ihr, dass meine beste diese 33,8 ist. Also die wird aus den Trainingssessions für eine Strecke schon übernommen. Aber ihr seht es auch an der optimalen Runde. Da geht noch ein bisschen was, wenn nicht sogar noch ein bisschen deutlich mehr. Und hier seht ihr das, hier bin ich schon ganz zögerlich reingefahren. Spät auf dem Gas, hab mich manchmal nicht wirklich getraut und bin schon über eine Zehntel zurück. War nicht so wirklich optimal. Aber jetzt kommen wir weiter wieder zu dieser Linkskurve. Da kann man auch gerne mal rechts außen aufs Gras kommen oder hier die ganz weite Linie fahren. Hier habe ich einfach mal eine Zehntel verloren. Weiß nicht, ob ich innen zu weit am Curb war oder ob ich einfach den Schwung nicht mitgenommen habe. Auch hier verliere ich eine Zehntel. Vom Gefühl her war ich da eigentlich recht schnell am Gas und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann hier wieder die Schikane über den Curb und dann hier innen nehmen und früh aufs Gas. Da war ich aber zu weit innen, war zu viel auf dem Gras und verliere wieder knapp über eine Zehntel. Also die Runde kommt auf jeden Fall bisher nicht an die 33,8 ran, die ich vorher gefahren bin, denn das Delta hier geht immer auf die schnellste Runde, die man jeweils auf dieser Strecke gefahren hat. Auch hier recht zögerlich, hier habe ich eine halbe Zehntel gewonnen, dann wieder direkt wieder die halbe Zehntel verloren. Dann hier auf dem Gas, Auto nicht ausbrechen lassen, hol die Zehntel wieder zurück, Delta geht nach unten, genau das wollen wir. Und dann kommen wir nach dem kurzen Bergaufstück, kommen wir wieder in diese Doppelrechts, wieder eine Zehntel rausgeholt, also knapp zwei Zehntel in diesen zwei Kurven geholt. Aber dann hier bricht mir das Auto aus, ich muss eine kleine weitere Linie fahren und komme nicht eng genug um die Kurve und verliere schon wieder eine Zehntel. Im Moment sind wir bei einer niedrigen 34er Zeit, das ist theoretisch auch noch okay, aber wenn wir wissen, dass mehr geht, ist es natürlich schon ärgerlich. Auch hier zu zögerlich reingefahren, zu spät auf dem Gas und dann sind wir 6 Zehntel langsamer und dann wird das, glaube ich, eine 34,4, irgend sowas die Richtung. 34,6 ist es sogar, ich kann es bei mir gar nicht gut lesen im ersten Run, aber wir gehen jetzt nochmal auf die zweite Runde, denn meistens ist es ja so, dass man sich dann ein bisschen eingefahren hat und dementsprechend vielleicht die Zeit noch und hier rausholen kann. Ihr habt das gesehen, das Auto kommt plötzlich über die Hinterachse und das meine ich in dieser Kurve, da habe ich mich auch leider ein bisschen geärgert.
Denn das Fahrgefühl war gut und jetzt seht ihr es auch am Delta, da man den ganzen Schwung auf die Gerade verloren hat, hat man nur auf diesem geraden Stück 5 Zehntel verloren und das ist halt eine Simulation. Also wenn ihr da einen Schwung nicht habt, dann könnt ihr, es gibt auch kein ERS, es gibt kein DRS. Dafür habe ich die Kurve hier viel besser bekommen. Ich glaube 2 Zehntel habe ich aufgeholt, weil ich besser innen durch die Kurve gekommen bin und früh aufs Gas. Dann hier anbremsen, nicht zu weit innen aufs Gras, habe erst Zeit gut geholt, dann bin ich aber durch die Schikane zu weit nach außen gekommen und habe direkt wieder die 2 Zehntel verloren, die ich im ersten Sektor wieder gut gemacht habe. Also die Runde bisher leider gar nicht gut. Nochmal diese 6 Zehntel langsam. Also wir sind wieder auf dem Kurs der gleichen Zeit, wenn man das so will. Aber man sieht es auch, ich schmeiße das Auto jetzt in die Kurve, versuche nur das Maximum rauszuholen. Hier habe ich 1 Zehntel rausgeholt. Aber so wirklich war ich in dem Flow nicht. Und wenn man halt weiß, man kann eine 33er Zeit fahren, was bei weitem nicht richtig schnell ist. Also da gibt es andere Kandidaten, die ich schon gesehen habe, die hier Zeiten hin brettern. Das ist unglaublich. Wo ich mir auch zwischenzeitlich so denke, wo soll ich noch 1 Sekunde rausholen? Aber man kann den Fahrstil immer weiter verbessern mit den Autos. Man lernt ja auch dazu. Letzte Kurve hier, bin ich früh auf dem Gas, aber Zeit habe ich nicht wirklich rausgeholt. Und jetzt gucken wir mal, was am Ende auf der Uhr steht. Eine 34,5. Ich glaube, wir haben uns nochmal 1 Zehntel verbessert. Und deswegen gucken wir jetzt auf das Ergebnis. 34,4. Die Zeit von der, die wird natürlich genommen. Und es sieht vom Abstand sehr, sehr groß aus. Das Problem ist bei iRacing, dass der Abstand, während wir uns nochmal die Runde von außen angucken, der Abstand ist nicht das Problem an dem Spiel. Denn ich habe es ja auch im letzten Video erwähnt, in iRacing kommt es darauf an, dass man clean fährt, dass man keine Unfälle hat. Und in diesem Video gibt es einen Unfall. Denn ich will natürlich auch zeigen, dass nicht alles super ist in iRacing. Also, dass auch meine Rennen nicht gut funktionieren, dass ich Fehler mache und so weiter. Und heute in dieser Folge haben wir so eine Situation und ich nehme es vorweg, es war nicht meine Schuld tatsächlich. Aber es passiert etwas, was natürlich meiner Wertung nicht gut tut. Und ich aus meiner Sicht sage einfach mal, klar, zum Unfall kann ich nichts dazu. Man kann gleich sagen, ich hätte ausweichen können, bla bla. Aber man rechnet auch nicht damit. Und ich möchte das Ganze nur in dieser Folge zeigen, dass iRacing auch nicht immer Schönwetter ist, wie man so schön sagt beim Fußball, Schönwetterfußball, sondern iRacing kann auch knallhart sein. Und wenn man 5 Rennen hintereinander abgeschossen wird, sinkt halt auch das Rating und man kommt schwerer wieder raus. Wir springen jetzt aber zum Rennen. Ampeln sind an und der Start geht jetzt los. Ampeln gehen aus und auch mein erster Start mit dem Mazda vollkommen verpasst. Jetzt, Anfahrt auf Kurve 1. Man sieht dieses pinkene Auto in der Mitte. Ich lasse außen Platz. Er muss natürlich die Innenlinie haben und kommt jetzt hier nach außen geschossen, trifft mich und ich drehe mich weg und nehme Gott sei Dank keinen mehr mit. Und rechts oben seht ihr pure Emotionen, denn ich wurde die vorherigen 2 Rennen auch schon abgeschossen und dann dachte ich mir, alle guten Dinge sind 3 und irgendwann sind dann natürlich die Nerven weg und das sind pure Emotionen. Jetzt sieht man es nochmal. Ich bin das schwarze Auto und er fährt da innen über den Curb, kommt nach außen, trifft mich und dann kann ich das Auto nicht mehr halten. Und wie schon erwähnt, wir gucken uns das Ganze natürlich dank des Replay-Modus hier direkt nochmal an. Denn oben in der Mitte seht ihr auch, ich muss noch 2 Minuten 20 an der Box stehen, weil mein Auto repariert wird. Also kann ich im Moment sowieso nicht fahren. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal bei der verschiedenen Kameraperspektive. Und da hat man schon gesehen, was ist das für eine Fahrlinie? Guckt mal an, wie der auf den Curb fährt. Das ist eine Rechtskurve. Warum fährt er so weit innen auf den Curb? Natürlich kommt er nach außen. Der kriegt mit Mühe gerade so die Kurve und fährt somit meiner Meinung nach in mich rein. Der kann die Kurve gar nicht kriegen, wenn er sie nicht über den Curb so fährt. Und hier sieht, oder ich gucke jetzt, ich schalte jetzt, glaube ich, auf den direkt hinter uns. Man muss leider so ein bisschen suchen, wer das ist. Man kann jetzt nicht sagen, ich will Platz 3 gucken und dann ist gut. Aber jetzt sieht man es. Ich bin das schwarze Auto links. Und guck mal seine Fahrlinie. Guck mal, wo der fährt. Und dann innen über den Körper. Und dann kriegt er die Kurve natürlich nicht. Und ich muss irgendwann einlenken. Aber was der hier macht, ist auch super. Fährt jetzt hier aufs Gras. Kann das Auto nicht halten. In die Mauer. Will nicht auf die Straße zurück. Will nicht wieder in die Mauer. Dreht sich und trifft den anderen Mazda. Und schießt den ab.
Was ist das denn für eine Szene? Also Sebastian, wenn du das hier sehen solltest. Guck mal das an. Jetzt weicht er aus und wieder zurück und bäm, den Mazda mitgenommen. Und auch da der arme Mazda, der sich da dreht, er kann nichts dafür und wird wahrscheinlich in der im Rating eventuell runtergezogen. Und ich wollte euch das Ganze in diesem kurzen Video einfach nicht vorenthalten, denn sowas gibt es auch. Und ihr seht es jetzt auch oben, ich müsste immer noch 50 Sekunden stehen, weil mein Auto repariert wird. Oh, es ist auch da realistisch, das Auto muss in dem Sinne repariert werden. Klar, es kann auch kaputt sein, aber naja. Dann gibt es noch den eigentlichen Pitstop, der hier in knapp 24 Sekunden abgefertigt wird. Und dann kann man wieder weiterfahren, denn Rennen sollte man aufgrund der Safety-Punkte immer verbessern. Oder beziehungsweise nicht verbessern, sondern überhaupt mal zu Ende fahren. Das soll es aus diesem kurzen Video gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Renn-Action-Video aus iRacing. Bis dahin, ciao, ciao.